Hallöchen, willkommen bei GameFam. Storytime Vier. Sunday. Vier. Storytime Sunday. Vier. Einen Special Guest haben wir heute, und zwar Jesse. Mich? Sag hallo. Genau. Heute reden wir darüber, was wir als Kinder Schlaues, Dummes, Lustiges getan haben. Und zwar haben wir uns öfter mal Spiele selber ausgedacht. Vielleicht wurden wir auch aus anderen Quellen inspiriert. Ich weiß es tatsächlich gar nicht mehr. Wir haben uns die alle selber ausgedacht. Ehrlich? Weiß ich nicht. Crispy, was haben wir uns zuerst ausgedacht? Zuerst? Also ich kann ja jetzt nicht die genaue Reihenfolge bestimmen. Aber eine Sache, die wir schon gemacht haben, als wir so klein waren. Wir haben uns eine Art Mini-Geisterbahn, sage ich jetzt mal, gebaut in unserem Zimmer. Oh mein Gott, ja. Dafür brauchten wir ein paar Decken, ein paar Kisten ein und paar. Ein paar Bücher. Oh mein Gott, das ganze Zimmer war voll. Stimmt. Und dann haben wir uns so einen Tunnel zuerst mit so Kisten links und rechts gebaut und darüber eine Decke gemacht und die links und rechts mit halt Büchern oder so beschwert. Ja, stimmt. Oder anderen Kisten. Oder Stofftieren. Und dann haben wir uns so einen Tunnel gebaut und ich glaube in der Mitte des Tunnels irgendwo haben wir uns oft so einen größeren Hohlraum gemacht, wo wir uns dann reingesetzt haben. Ja. Weißt die du, Taschenlampe nicht vergessen. Was haben wir da gemacht? Haben wir DS gespielt vielleicht? Klar, wir haben DS gespielt oder mal ein Buch gelesen, aber meistens war es DS. Und dann haben wir halt manchmal auch Picto-Chat gemacht, wo wir nebeneinander oder gegenüber saßen. Habt ihr sowas auch gemacht? Also DS oder die Geisterbahn? Das ist richtig, richtig cool gewesen. Ganz ehrlich? Warum DS ich nicht? DS war doch ziemlich beliebt, glaube ich. Ja, aber ich meine jetzt auch die Geisterbahn. Also ich würde das jetzt heutzutage immer noch machen. Ich finde das richtig cool. Ich finde es eigentlich auch witzig. Ich glaube, ich wäre ein bisschen zu groß dafür und könnte mich kein bisschen mehr... Ja, ich glaube, ich hatte Rückenschmerzen. Ja, wir haben auch, glaube ich, so eine Decke auf den Boden gelegt. Als so richtig cozy war das. Woran ich mich erinnere, Crispy, war... Ich weiß, das war in den Sommerferien. Und da waren wir in so einem... Es war kein Feriencamp, aber es war... Ja, das war nicht so ein richtiges Camp. Nee, ich weiß, was du meinst. Aber das war einfach so, wo, wenn die Eltern gearbeitet haben, dass man halt da mit anderen Kindern beaufsichtigt war. Also Ferienbetreuung? Ja, ich aber irgendwie nicht. Cooler. Also irgendwie cooler. Und dann haben wir halt auch so gefilzt. Weißt du noch? Das Wort gefilzt. Als würdest du gerade so von der Polizei gefilzt werden. Oder kennst sowas. Du das noch? Weißt du noch? Mit dieser Wolle und dann immer mit dieser Nadel so. Ich weiß aber tatsächlich gar nicht mehr, was wir da gemacht haben. Ich kann mich nur an das Filzen erinnern. An diese komische Wolle, die war immer so ein bisschen rau. Und an die anderen Kinder. Und irgendwie sind wir relativ schnell beliebt da gewesen. Und dann hatte, ich glaube, ich hatte die Idee, oder? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war da ja unten dieser Keller. Da war ein großer Keller, genau. So ein riesen Gang. Das war ein richtig langer Gang. Genau, das war ein richtig langer Gang. Und ich glaube, da konnte man in einem der Räume, also das war so ein Gang, und dann war hier so ein Kellerraum. Und da war dann diese Töpferwerkstatt. Okay, das wusste ich. Das wollte ich immer mal gemacht haben, aber irgendwie war dann immer irgendwie keiner da, der den Brenner machen konnte. Und ich kam immer irgendwie zu spät in diesen Ferien. Aber haben wir da nicht mal Haben wir da mal getöpfert? Ich weiß nicht mehr, ich meine nicht. Haben wir da nicht diese Igel gemacht? Oh mein Gott, die haben wir da gemacht? Wusste ich gar nicht und mehr. Und diesen hässlichen Baum auf dieser Platte. Und den Pilz. Platte. Und den Pilz. Den hast du auch gemacht. Deine Sachen sahen gut aus. Meine Echt? Sahen ein bisschen schäbig aus. Ja, ich habe Talent gehabt. Ja, auf jeden Fall kommen wir zurück zum gruseligen Keller. Der war wirklich gruselig, wenn da das Licht aus war. Auf jeden Fall hatten wir dann irgendwie die Idee, oder vielleicht auch nicht, vielleicht haben wir die auch von irgendwelchen anderen Kindern gestohlen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben wir mit den ganzen Kindern irgendwie Verstecken und Fangen im Dunkeln gespielt. Ich glaube, es war wirklich so eine Art Verstecken. Also einer hat, glaube ich, erstmal draußen gewartet. Ehrlich? Und wir waren dann halt noch so zu 5 oder zu 6 in dem langen Kellergang und haben uns dann irgendwo da in diesen Gängen, das war nur Eingang, aber in diesen Ecken oder kleinen Einkerbungen von Türen oder sonst was, hingehockt oder sowas. Und dann ist der Sucher halt reingekommen. Das war so gruselig. Ich glaube, er musste auch schon Augen zumachen, weil sonst kam ja ein bisschen Licht in den Keller rein. Und dann musste der uns halt versuchen zu finden im Dunkeln, halt wirklich nur so mit Tasten und so ganz vorsichtig oder sowas. Ich weiß, dass ich Angst im Dunkeln hatte. Vielleicht habe ich deswegen auch noch ein bisschen Angst im Dunkeln. Nee, ich hatte wirklich Angst im Dunkeln. Ich habe mich immer irgendwo hingehockt. Ich glaube, ich hatte eher Angst, dass ich über jemanden falle oder dass ich hinfliege davon. Ehrlich? So weit konntest du denken als Kind? Ich glaube, ja. Ich meine, ich war richtig, richtig vorsichtig und bin so richtig langsam gelaufen, dass ich ja nicht fliege. Ich war immer so. Ja, kennt ihr sowas auch mit diesem creepy Keller, Verstecken im Dunkeln? Das klingt, ja Keller das klingt richtig creepy, wenn du das so erzählst. Das kennt ihr das auch, in diesem dunklen Keller gewesen zu sein und sich da freiwillig einzusperren und dann mit anderen Kindern freiwillig sich einzusperren und dann da zu spielen? Und dann so laut hören, wo seid ihr? Daran kann ich mich nicht erinnern. Ich werde euch finden. Nein, das ist nicht passiert. Da haben wir so ein Psychokind.
Boah, das hätte richtig gut, schnell in so einer Gewalttat enden können. Okay, wir beenden das jetzt hier. Weißt du, das wäre eigentlich voll cool gewesen, dass... Ja, Gewalttat. Hätte man das früher aufgenommen schon. Oh ja, und so als Kinder. Ja, ja, so ein Kinder-Game-Video oder sowas halt. Ja. Clip. Und Jessie. Ja, ich streichel dich auch. Meine Streicheleinheiten sind viel schöner, ne? Ja. Jessie. Oh, guck mal, die will zu mir, siehst du? Oh, mein Baby. Ja, aber dann mach doch schon mein Baby gehört zu mir. Dann blendest du bitte von Dirty Dancing das ein. Nobody puts Baby in a corner. Also, hattet ihr ja sowas auch als Kinder? Hattet ihr auch so viel Spaß? Oder kamt ihr auf so verrückte Ideen? Wenn ja, lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Wir sind gespannt. Bis dahin, bis zum nächsten Storytime Sunday. Bye, bye.